Mein Name ist Thomas Beer, ich bin bei der Daimler AG im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir haben die Nanoslide-Technologie bei der Daimler AG in den letzten Jahren zur Serienreife entwickelt. Mein Name ist Bernd Saff, wir von der Firma Heller stellen die Produktionsanlagen für diese Technologie her. Bis zu 25% der Kraftstoffenergie wird heute zur Überwindung der inneren Reibung des Motors verwendet. Und genau das war unser Ansatz, die Laufbahn, die Kolbenringe und den Kolben zu optimieren. Motorblöcke werden heute aus Leichtbaugründen aus Aluminium gefertigt. Das Aluminium eignet sich aber an der Zylinderlauffläche nicht für die Bewegung des Kolbens im Zylinder. Deshalb gießen wir heute schwere Graugussbuchsen in die Motorblöcke ein. Mit unserer neuen Technologie Nanoslide können wir auf diese schweren Graugussbuchsen verzichten. Wir bringen hier eine dünne Eisenschicht als Funktionsfläche auf die Zylinderlaufbahn auf. Damit sparen wir nicht nur Gewicht, sondern noch viel wichtiger, wir können die Reibung im System drastisch reduzieren. Grundlage ist das Lichtbogendrahtspritzen. Wir werden zwei Drähte zusammengeführt in einem Lichtbogen, dann diese Drähte aufgeschmolzen und die schmelzflüssigen Partikel auf die Zylinderlaufbahn geschleudert. Diese Nanoslide-Schicht ist eine sehr dünne Stahlschicht, die diesem Kurbeltrieb hilft, mit wesentlich weniger Reibung die zu leistende Arbeit zu verrichten. So ein toller Preis, ein deutscher Innovationspreis für Klima und Umwelt, ist ja auch für uns nichts Selbstverständliches. Meiner Familie habe ich das sehr gerne erzählt, weil es ein aktiver Beitrag ist zu unserem Wohlbefinden auf dieser Erde. Und wir haben fest beschlossen, dass eines unserer nächsten Autos mit dieser Technologie ausgestattet wird.